Wahrscheinlich jetzt endlich. Ich hätte nur, warte, lass mich kurz auf die Uhr gucken. 58 Minuten gedauert. Digga, es hätte schon viel früher fertig werden können, wenn wir einfach direkt auf die Challenges gegangen wären. Ja, bringt mir aber nichts. Ich habe nicht alle Challenges abgeschlossen. Nicht alle Challenges habe ich abgeschlossen. Weil ich die alle nicht freigeschaltet habe, weil du nur an dich denkst, deswegen nur deine fertig machst. Warum auch nicht? Guck, weißt du, warum ich die gemacht habe? Hä? Ich hab dich direkt gefragt, so, yo, lass ein Challenge machen, wollen wir Challenges machen? Nein. Was sagst du? Nee, Digga, kein Bock. Guck, perfekt, Digga, es war perfekt, dass ich die Challenges vorher gemacht habe, weil du hättest sowieso keinen Bock gehabt und dadurch habe ich die Zeit wenigstens effektiv nutzen können, schon mal ein paar Challenges fertig zu machen, weil ich hätte die so oder so nicht mit dir gemacht, weil du gar keinen Bock hättest, die zu machen. Das heißt, es war perfekt für mich. Du hast mich einfach ausgenutzt, Digga. Sei ehrlich, du hast mich einfach ausgenutzt. Ausgenutzt und weggeschmissen, Alter. Ich hab die alle solo gemacht, aber cool. Ich hab dich wahrscheinlich ausgenutzt, ich hab die alle solo gemacht. Ja, genau. Bei Dusty hat ja auch sehr gut solo funktioniert, Digga. Ich musste zwar zwei Leute killen, um wieder zu beleben. Wahrscheinlich hätte ich das ohne dich niemals geschafft. Hast du anscheinend nicht, Digga. Niemals geschafft ohne dich. Niemals, Digga. Aber der Runde hättest du es niemals geschafft, Digga. Ist doch scheißegal, ich hätte einfach gucken keine gehabt, dann hätte ich da easy das Ding einsammeln können. Ich bin einfach stolz drauf, Digga. Bist du nicht spitz? Zu von mir, ich guck mal ein Botsch in die Fresse. Vielleicht kannst du mir mal entscheiden, Digga. Die ganze Zeit entscheide ich, jetzt mach du mal, Digga. Oh, zack, zack. Was soll du spitz, Alter? Lass mal unter Tails gehen, aber ich weiß nicht mehr. Es ist immer so bei dir, immer so, wir haben gar keine Auswahl mehr, weil wir direkt am Ende sind. Ja, keine Ahnung. Und du mich irgendwie am Ende fragst, sag ich jetzt. Ich hab dich direkt am Anfang gefragt, Digga, aber du brauchst immer so lange. Die Liebe zwischen euch, gute Unterhaltung für den Nachtdienst, danke dafür. Spaß, Alter, immer diese Spasten hier, Alter, immer dieser ganze Spaß. Was ist Nachtdienst um 18 Uhr? Ja. Yeah. Ist das schon Nacht? Nachtdienst kann auch sein, dass es 18 Uhr losgeht, ne? Nachtdienst ist erst so 22. Ja, aber Nachtdienst kann auch um 18 Uhr losgehen, dann zieht sich das halt 9 Stunden, ne? Ja gut, aber 18 Uhr finde ich ist jetzt noch keine Nacht. Nebelleak, FNA, was geht? Ja, ist immer so, mit 18 Uhr, Digga, kannst du auch sagen, ja, Nachtdienst, das bedeutet einfach nur, dass du Nachtdienst hast, verstehst du? Ich lande hier bei den kaputten Häusern, ich schaff's nicht darüber. Ja, wie zu Hause, ne, einfach broke. Ich fühle mich hier richtig vor dir, dem, genau, achso, stimmt, ja, vor dem. Ups, haben wir verlesen, vor dem, gestellt. Sorry. Wir sind Gegner, ich muss mir kurz, Packs geben, sorry. Ich hab keinen Bock jetzt zu sterben. Achso, das bist du! Oh Gott. Ja, tu's jetzt so, ne? Tu's jetzt einfach so. Oh mein Gott, das bist ja du! Ich hab einen Gegner gehört, ich dachte, du bist in Haunted Hills und deshalb hab ich mir direkt diese Splash-Dinger gegeben, damit ich kämpfen kann. Mhm. Weil ich dachte, ich muss jetzt kämpfen. Mhm. Hast den Instant-Kill-Modus aktiviert, ne? Wie Spider-Man, ja. Okay, ich geb dir jetzt folgendes, Digga, damit wir ausgleichende Gerechtigkeit. Kannst du mich jetzt zweimal damit trollen. Hier, bitteschön. Irgendwann mal in der Runde kannst du mich zweimal damit trollen. Das ist, weißt du, was du mir jetzt gegeben hast? Das ist das genau dasselbe, was Brian bei Stewie hatte. Weil, kennst du das? Kennst du diese eine Folge? Du darfst mich einmal schlagen. Ohne Vorwarnung. Du wirst nicht wissen, wann es kommt, aber es wird dich treffen, Alter. Und dann kurz vor Busse, zack. Ja. Vorhin, man hast du halt einfach nicht mal gerechnet, ne? Wette bei Tune of Man. Mhm. Ich finde die Offline-Wette einfach mega geil, Digga. Xbox oder Play interessiert mich immer irgendwie, okay? Also ich spiele gerade auf Xbox, aber ich habe noch PlayStation auch hier rumliegen, also. Aber ich spiele mehr Xbox. Für die Controller besser. Ich weiß tatsächlich nicht warum, ne? Aber ich komme mit dem PlayStation Controller absolut nicht klar. Ab und zu mal, okay. Hast du auch einen Adapter oder so holen? Ja, aber dann hast du auch manchmal so ein Delay, die Tasten sind immer woanders. Ich weiß nicht. Das finde ich nicht, Digga. Ich habe ja einen Adapter für die Switch, also ich kann einen Xbox One Controller auf der Switch spielen, weißt du schon. Und ich habe da null Verzögerung, gar nichts. Es ist einfach ideal. Ich kann mich null beschweren. Ich habe einen Sniper gefunden. Das Einzige, was ich negativ finde, ist bei diesem Adapter, den ich habe für die Switch. Es funktioniert alles einfach alles perfekt, aber der einzige Nachteil ist, es vibriert halt. Also ich kann die Vibration nicht ausstellen, obwohl ich überall ausstelle. Das Ding vibriert permanent oder trotzdem, was? Nein. Wenn etwas in-game vibriert, dann vibriert es halt und wenn ich die Vibration ausstelle, dann denkt sich das Spiel, juckt mich nicht, Digga, ich vibriere jetzt einfach trotzdem. Also weiß ich, also es vibriert nicht random, sondern nur zu bestimmten. Ist das dein Ernst, Digga? Fucking Wolfen, gut, also folgendermaßen. Oh, getrollt! Ja, wie sieht's jetzt aus, Digga? Ich hab auch. Ja, guck mal meine Moves, Digga! Guck mal meine Moves an, Junge! Oh, weißt du?
Ah, ja. Oh, hat sich selber getroffen, du, ach du Dulli, Alter. Du Dulli, Alter. Du, ich ich wollte jetzt ein Thanos-Zitat reinbringen, Digga. Oh Gott. Oh, dass du es nur gebraucht hast. So. Nein, ach Junge. Jetzt habe ich, ich hätte mich auf 200 halten können, aber jetzt halt nicht, okay, dann halt nicht. Danke, dass du mir alles kaputt machst, ist okay, Digga. Da, Alter, wie du auch echt alles ins Negative drehst, du scheiß Pessimisten-Arschloch, Alter. Weißt du, das war einfach dein Plan, Digga, du wolltest mich nur sabotieren, das ist dein Plan gewesen, dein Plan. Digga, glaub mir, um dich zu sabotieren brauchst du mich nicht. Das schaffst du auch ganz gut alleine. By the way, du hast die Munition wieder mitgenommen. Absicht oder Zufall? Das ist, ich weiß nicht, Digga, aus Versehen oder mit Absicht? Mit voller Absicht. Rückzugslosigkeit. Ich komme auch nicht damit klar, der sitzt einfach nicht gut in der Hand. Das ist casual, meiner Meinung. Ich weiß auch nicht. Bei mir ist halt einfach dieses... Die Daumen berühren sich zu leicht beim PlayStation-Controller, Digga. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht. Ich finde das einfach nur, glaube ich, Gewöhnungssache. Also, ja, glaube ich halt auch, ist, also, aber... Der Xbox-Controller ist halt einfach größer. Ich bin halt 1,90, Digga. Ich habe größere Hände. Weißt du, es fühlt sich aber besser an. Liegt da ein bisschen... Ich habe nur ein Jahr lang PlayStation, nur only PlayStation spielst, jeden Tag. Hab ich. Und dann hab... Ja, lass mich bitte ausmachen. Zwei Jahre. Ich glaube, wenn du ein Jahr lang jeden Tag PlayStation 4 spielst, beispielsweise jeden Tag, und keinen einzigen Xbox-Controller auch nur berührst, du berührst ihn nicht einmal, und dann nach einem Jahr wieder Xbox-Controller berührst, dann wirst du dich immer noch wohlfühlen mit dem Xbox-Controller, aber ich glaube, du würdest dann den PS4-Controller präferieren, weil du halt so viel Spielzeit schon mit dem verbracht hast. Ich sag mal so, ich habe ja zwei Jahre lang nur PlayStation gespielt, da hatte ich auch kein LPT gemacht und so, da gab es eine Zeit lang, wo ich irgendwie, ich glaube, 1,5 Jahre oder so war das, wo ich nichts auf der Xbox gemacht habe. Ich habe meine Xbox quasi nicht mal mehr angerührt. Und dann war das halt so, ich habe nur PlayStation gespielt und der Controller war okay, ich habe mich irgendwann dran gewöhnt gehabt. Ich meine, es war immer noch dieses merkwürdige Gefühl, es hat sich immer komisch angefühlt, den in der Hand zu haben. Und dann bei der Xbox, Alter, wo ich den Xbox-Controller zum ersten Mal wieder in der Hand hatte, ne, Alter, das war richtig merkwürdig. Weil der war halt einfach so, der hat sich so richtig unhandlich angefühlt, so. Dachte mir, was ist das denn? Aber in der Zeit gewöhnt man sich ja dran, ne. Mittlerweile kann ich den PlayStation-Controller nicht mehr anfassen. Ich habe letztens wieder den PlayStation kurz angemacht. Oh, ist das widerlich, Alter. Das Schlimmste an der PlayStation sind nur noch die Updates. Junge, ich krieg graue Haare, wenn ich ein Fortnite-Update runterlade, ne? Meine Fresse. Ja, die müssen, glaube ich, immer kopiert werden oder so. Ja, auf Xbox auch, aber auf Xbox dauert das keine Minute. Nach dem Update werden die Dinger ja erstmal installiert. Das geht ja nicht mal eine Minute auf der Xbox. Das wird ja runtergeladen, dann wird es kurz installiert und das ist direkt fertig. Aber das geht so schnell und auf PlayStation sitzt du da teilweise 3 Minuten beim Kopieren oder 4 Minuten. Das ist schon. Ich muss zugeben, ja, das ist ein Nachteil. Aber jetzt, ich bin ein absoluter Xbox-Spieler und kein PlayStation-Spieler, aber selbst ich muss sagen, das juckt mich halt irgendwie so null, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ich sag mal dieses, so. Dieses ganze ich finde das Updaten und so, das ist halt so eine Sache, das machst du halt. Also, wenn das bei großen Spielen ist, zum Beispiel Red Dead Redemption oder sowas, das hat so viele Stunden bei mir gedauert. Aber das ist sowas, das macht man halt einmal in seinem Leben, danach gar nicht mehr. Weißt ja, du, aber halt bei mir ist so halt das Ding. Sache. Stell dir mal vor, zum Beispiel, so war es bei mir. God of War kam raus. Ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. Ich hab's vorbestellt, alles Mögliche. Das Spiel kam mir an. Und ich musste erstmal 40 GB oder so aus dem Internet runterladen, obwohl ich die Disk-Version hatte. Und du stehst dann hier und jetzt über PlayStation, ich habe eine 100.000er Leitung. 40 GB auf der Xbox, 1,5 Stunden. Komplett fast. Also 1,5 Stunden bis 2 Stunden fertig. Auf der PlayStation. Das geht aber noch, oder findest du's? Auf der PlayStation war ich damit 2 Tage beschäftigt. Am nächsten Tag immer noch nicht geschafft. Da war ich gerade mal bei 25 GB. Am nächsten Runde dann. Nee, ich habe halt nur am Tag 3 Stunden oder so, wo ich halt zocke, ne? Und in 3 Stunden kriegst du das Ding nicht 40 GB runterladen. Kriegst du nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe eine gute Internetleitung. Wieso liegst du da nicht einfach über Nacht oder so? Weil ich meine Sachen ungern über Nacht anlasse. Mach ich halt. Aber das ist ja. Keine Ahnung mehr. Jetzt aber so in deiner Erziehung. Smartphone-mäßig. Weißt du, was heftig wäre? Wenn du smartphone-mäßig. Deine Sachen ein- und ausschalten kannst, eine Kamera installierst, sodass du immer sehen kannst, wie viel Download du hast, während du auf der Arbeit bist, und einfach, wenn es fertig ist, machst du einfach über Smartphone die Sachen einfach aus. Ja, aber über Smartphone kannst du ja die PlayStation nicht so ausschalten, weil Smartphone ist halt einfach Strom aus. So. Da kannst du ja machen. Ja, aber einfach Strom aus, weil der Xbox, Alter, mitten im Lauf einfach mal aus. Ja, du hast runtergeladen, dann Strom aus. Ja, aber einfach Strom aus, ist auch nicht gut für die Konsole. Ja, gut, man kann ja immer pingelig sein, Ich finde das Konzept war sogar, ich finde ja gerne so schlecht, Digga. Ich hab tatsächlich schön, ein bisschen Smart Home-mäßiges. Ich hab ja auch diese Neon-Leaf-Dinger, die du bei nur noch 15 YouTuber im Hintergrund siehst, diese Dreiecke, die leuchten.
Als ob du die. Junge, die ist doch so teuer, als ob du die gekauft hast. Digga, ich hab die schon seit 2 Jahren gefühlt, Junge. Und ich hab dir davon ewig schon erzählt. Jetzt kommst du auf einmal, als hätte ich keine Ahnung. Das hat erfunden. Was hast du dafür bezahlt, Alter? Du hast ja 200 Euro oder so. Ja, so circa. Kannst du Minis Jesus vernehmen? Jesus Christ, Alter. Nee, hab leider keinen Platz. Das noch mal hast 3. Hast du Medikit? Ich hab schon 6. Ich hab auch 6. 2 Stück, ja. Okay, ich hab auch 2. Ich weiß nicht. Ich hab. Also, wir genau 2 haben und 6. Bruder, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt sagst 1 oder so, ehrlich gesagt, ja, okay, nehme ich mit, weißt du, oder ich gebe es dir, dann nehme ich 6 Minis mit. Oh, das ist so, ich weiß nicht, Digga. Egal, wir gehen jetzt aber so, Digga. Das passt schon. Belastend, Alter. Obwohl, es könnte ja sein, dass du zufällig auf einmal 1 benutzen musst, weil ich rein zufällig die Sturmflasche nach dir werfe. Dann musst du ja das ist ein bisschen leben, dann musst du ja Medikit nehmen, da haben wir nur noch 1, aber dieses Problem nicht mehr, weißt du? Nee, ich habe einen Schlüssel gefunden. Und ich hab noch einen blauen gefunden. Ah, shit. Ja, was jetzt? Ja, wie viel blaues Zeug einfach gefunden wird. Der findet mehr blaues Zeug als Gegner. Und was ist hier? Und? Oh, die Kiste. Wack. Warum läufst du einfach hier hinterher, wo nur eine Kiste ist? Wolltest du mir die stehlen oder was? Natürlich. Ein 30er, Digga. Mhm. Schön die Kisten klauen von Teamkollegen. Was dir auch so viel bringt, ne? Aber ich frag mich, was das hier für ein Kuchen ist, Alter. Ich meine, ich kann mit dem Kuchen Stein und Metall abbauen. Das ist kein Kuchen, das kann man, Bär. Ah. Du, in den USA kannst du die nicht. Xbox bereits mit Alexa koppeln. Ach, echt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es eine Xbox-App gibt und über die Xbox-App kannst du Sachen auf deine Konsole runterladen. Das heißt, du gehst auf die App, sagst, das soll die Xbox runterladen, sobald der nächste Mal mit Internet verbunden ist. Und dann geht das auch. Achso, by the way, konntest du gestern einfach mit Xbox noch rein? Ich konnte gestern irgendwie gar nichts mehr machen. Als ich 18 Uhr nach Hause gekommen bin, ich bin so angekommen, wollte was machen. Bin nicht aufgefallen. Das geht halt. Ich konnte mich gestern nämlich auf Xbox nicht anmelden. Ich weiß nicht warum. Ging einfach nicht. Warum fahre ich eigentlich mal so viele Mats? Ich baue doch eh nicht, wenn ich in den Kampf reingehe. Achso, ich habe. Habe ich dir schon erzählt? Ich habe Inglourious Basterds vor kurzem gesehen. Und das ist ja in diesem Film, ist ja auch Til Schweiger drin, ne? Mhm. Und eigentlich ist so Til Schweiger, also ich weiß nicht, was so deine Meinung zu dem Typen? Ich hab keine Meinung zu dem Typen. Ich weiß nur, dass ich diese komischen Filme wie Zwei Ohrküken und so ein Mist einfach wack, Digga. Genau, Digga. Wack. Meine Meinung zu dem Typen ist, er ist komplett überbewertet. Er ist gefühlt der einzige relevante internationale Schauspieler, der Deutscher ist. Alle anderen sind Österreicher oder es gibt halt keine Deutschen. Leider haben wir, ist es halt der einzige. Ich mag den eigentlich überhaupt nicht. Mag ich auch einfach nicht. Und da bringt sie ziemlich komische Aussagen, wie zum Beispiel, also bei mir Gegner, zwei Gegner kommen. Oben. Die landen Berg, bei dir. Ja. Ja. Sei bloß vorsichtig. Ich bin tot, weil er eine Shotgun hat und ich habe keine. Pass auf, rechts von dir. Lass ihn noch holen, ich kann ihn gleich wieder beleben. Nice. Ah, shit, here we go again. Ah, Mann, weg damit. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte. Der bringt auch so komische Aussagen, wie zum Beispiel, jeder, der irgendwie etwas gegen Flüchtlinge hat oder sowas, der soll dann direkt ins Gefängnis kommen dafür. So, Meinungsfreiheit ist auf jeden Fall da, Digga. Also, ich habe jetzt nichts gegen Flüchtlinge. Trotzdem will ich nicht, dass die Leute, die etwas dagegen haben, in den Knast kommen sollen. Aber gut. Der bringt halt schon ein paar komische Aussagen, Digga. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist, der war in dem Film eigentlich ganz geil. Also, ich fand seine Rolle eigentlich ganz gut, Digga. Ist er nicht auch in dem neuen Monster Porn? Nee, wer war das nochmal? Nee. Ist schon schlimm genug, dass er in einem Film war, Digga. Noch ein Film muss er nicht sein, Digga. Also, keine Ahnung. Ja, Brad Pitt, okay, stimmt, Brad Pitt war das. Meine Fresse. Ja, genau. Es war schon okay, dass er jetzt in diesem einen Film drin war. Mhm. Aber mehr muss jetzt auch nicht sein. Okay. Ja, aber in Deutschland geht noch nicht. Das war sein Highlight von Microsoft sind gestern Digga. Gegen mit 10 Quentin abgestürzt. Das ist abgestürzt. Okay. Jetzt. Der war schon echt gut in dem Film, aber gut, Quentin hat halt ihn geschrieben. Willst so, du noch kurz klar, hier hoch und deinen Loot holen? Ich hab mal ja, ne? Ja, ich komm jetzt. Wie? Junge, was baut er denn hier? So. Ich wollte heute noch Django Unchained gucken, aber dann hast du gesagt, dass wir streamen. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das noch heute mache. Mal schauen. Ist dein Schlafrhythmus nicht so im Arsch, dass du eben gerade... Gegner kommt!
Ja, alles gut, doch nicht, Tony. Doch, doch, Gegner, doch, kommt, Gegner kommt. Ganz in der Nähe, ganz in der Nähe. Hab ihn Schilder weg. Alter, wie ich das gesehen habe, Junge, das ist ja schon Cheaten. Er nutzt die Seilrutsche. Hab ihn Hit. Hab ihn runter. Ist er tot? Nein, der lebt noch, der lebt noch. Einer ist runtergefallen, der andere müsste hier noch irgendwo sein. Wo ist meine scheiß Sniper, wenn ich sie brauche? Ich push. Ich muss kurz meine Sniper holen. Nicht so aggressiv sein. Ich hab die Seilrutsche genutzt, um genau bei den runterzukommen, und hab ich sie weggeholt. So. Also hier unten sind Sniper, die hatten Scharfsgewehre. Die lila, ne? Die 16. Schuss. Und oh, ne, das ist die Zonsniper, ne? Oder wie ist das? Das ist die Zonsniper. Oh, die Zonsniper, Digga. Nee, die will ich erst gar nicht anfassen. Das sind zwei Sniper, sind das beides Zonen? Ja. Ja. Aber komm, wir können die mal ganz kurz für eine Sekunde nutzen, um zu sehen, wo die Zone ist, und dann schmeißen wir die weg. Ah, okay. So, Zone. Die nächste Zone ist in die Richtung. Ich bin überlegen, ob ich die jetzt einfach mal mitnehme. Kannst du meine Verbandskasten nehmen? Dann nehme ich mir mal einen Sniper mit. Oder die Sniper, sagen wir mal so. Ich wollte sowieso Verbandskasten. Hier sind doch noch zwei. Warte kurz mal. Kannst du dann sonst noch diesen einen von mir da mitnehmen? Oder nutz einen. Nutz einfach einen. Ich muss sowieso einen nutzen. Dann nimm die beiden mit und dann nehme ich eine Sniper mal mit. Einfach mal. Okay. Hast du noch Blaues? Ja, hast du nicht. Okay. Nee, Minis habe ich nur. Ich auch. Okay, cool. Was? Ich brauche noch Sniper-Munition. Achso, stimmt, davon habe ich eine Menge. Oh, stimmt, Holz bin ich voll, warum baue ich was ab? Ja, warte, ich gebe dir von allem etwas. Ich gebe dir mehr Sniper als mir. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Nee, Sniper gefällt so gut wie gar nicht. So, es leben nicht mehr viele. Hast du schon einen Win in dieser Season? Nö. Ich habe diese Season noch gar nicht gespielt auf okay. Win. Ich habe bis jetzt immer nur rumgedullert. Ich will unbedingt einen Win haben, um diesen scheiß Gleiter zu bekommen. Achso, hast du ihn auch noch nicht? Ich, das schon mal von meinem. Nee, ich hab den noch nicht. Ich will das endlich von meiner Checkliste abhaken. Hier vorne direkt geht, ne? Lass uns safe spielen. Wir wollen jetzt einen Win haben, okay? Jetzt nicht auf jeden Gegner gehen. Mhm. Wenn es ein Gratis-Kill ist, dann gerne, aber ansonsten nichts. Die pushen, glaube ich, gerade. Ja, die sollen ruhig kämpfen, Digga. Die sollen ruhig kämpfen. Wollen wir. Okay, die sind tot? Von mir aus können wir hin, da sind die ein bisschen angeschlagen. Können wir die wegmachen? Okay, komm. Ja, nice. Oh, da ist einer. Okay, warten, lass die noch zu Ende kämpfen. Roboter! Roboter von oben! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Wollen wir auf den schießen? Aus einem Film, Mann. Auf den Roboter schießen? Nein, warte. Digga, wir müssen den weg haben. Lass die kämpfen. Wenn wir den anschießen, sind wir am Arsch. Ich geh zum anderen Baum. Die sollen den erstmal low machen. Wir halten uns bedeckt, die sollen ihn erstmal angreifen. Okay. Ach du Scheiße, Junge. Ich guck da mal auf, Junge. Oh, Digga, die Gegner werden sich auch noch denken. Ah, shit, here we go again. Ich hasse die 10. Season mit diesen Blechbüchsen. Der bewegt sich. Also es sind mindestens zwei Personen da drin. Ja, natürlich sind das. Ja, zwei natürlich. Personen. Der eine bewegt sich unten und der andere schießt. Genau. Geht das in unsere Richtung? Nein. Nee. Komm schon, Digga. Die sollen den Roboter angreifen. Aber ich sehe keine Schüsse, weißt du? Oh Gott, ist der nah bei dir. Der ist übelst nah bei mir. Hörst du die Piloten atmen, Alter? Er springt runter! Jetzt. Er ist runtergesprungen! Oh ne, ach, der ist wieder hoch. Ah, ist schon unten gewesen, okay. 1, 2, 3, 4. Das sind die letzten, es sind nur zwei Teams. Ja, guck mal, die beiden, wir beide und die unteren beiden, ganz genau. Aber er schießt halt keiner auf die Blechbüchse und die muss weg. Ist die runter? Blechbüchse ist unten, okay, lass schießen! Auf die Blechbüchse! Los! Die ist kaputt! Die ist kaputt! Das Ding ist kaputt! Sniper raus! Hab einen 81er gegeben! Attacke! Scheiße, die haben die Zone! Ist egal! Oh, ich hab den einen 81er gegeben! Der eine ist richtig low da unten drin, ne? Sauber! Achtung, hier oben pusht wieder einer! Oh! Als ob! Zone kommt! Zone, fuck! Ja. Nein! Da sind noch zwei andere Teams. Da, greif die nicht an! Lass die kämpfen! Hab einen! Fuck!
Warum hast du die angegriffen? Vorne direkt bei dir. Oh! Oh mein Gott. Pass auf bei diesem Fallen. Hab zwei weg. Sauber! Hinter uns! Über uns! Bin down. Pass auf, rechts von dir sind auch noch welche. Und hinter dir! Nein! Der eine war oben, der andere war hinten. Oh, shit! Ja, genau. Vor allem, die hatte Raketenwerfer immer. Wieder zweiter Platz, Digga. Ja, belassen, das haben wir schon mal gemacht. Ah, shit. Here we go. Ich hab keinen Bock mehr auf den zweiten Platz, Digga. Ich will nur einmal Erster sein, damit ich diesen scheiß Regenschirm habe. Dann machen wir noch eine Runde.